Hallo Leute, herzlich willkommen zurück beim nächsten Fry Vlog und wir sind wieder hier, ja quasi zurück so, ne? Verstehen Sie, meine Damen und Herren? Ich mache hier gerade mal, warte, ich mache jetzt mal hier quasi, ja, verstehen Sie, meine Damen und Herren? Moment, ich hab's gleich. So, mache ich einfach mal so einen Hintergrund hin. Und dann können wir noch mal ein bisschen hier reden. Über was reden wir denn? GTA Online hat aufgehört, diese Woche. Tut mir ein bisschen leid, aber ja, die Jungs haben sich nicht einigen können. Und deswegen muss man das Ganze abbrechen. Leider, leider. Tut mir leid, aber it is wie it. Dafür hat Day of the Tentacle angefangen, sehr erfolgreich, wie ich das gesehen habe. Ja, ich freue mich darüber, dass es so gut ankommt. Kommt jetzt Mittwoch, Freitag? Nee, Quatsch. Wann kommt denn das? Warte mal, Dienstag. Mittwoch, Freitag. Samstag, oder? Mittwoch, Freitag und Samstag kommt der erste Tentacle. Alter, ich kann mir das selber nicht auswendig merken. What the fuck? Wie kriege ich das überhaupt in YouTube-Videos zu machen? Ich weiß auch nicht. Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Day of the Tentacle ist sehr erfolgreich gestartet. Freut mich, dass das so gut angekommen ist. Und es wird demnächst wahrscheinlich öfter mal so Retro-Games geben. Und was habe ich denn in Planung? Silent Max Hit the Road ist in Planung. Die ganze Monkey Island-Reihe ist in Planung. Ja, alles so ein bisschen von LucasArts zum Beispiel habe ich alles so ein bisschen im Blick sozusagen. Und ja, das wollte ich eigentlich nur so ankündigen. Ich will auch gar nicht heute wieder ein bisschen groß palabern, weil wir sind eh schon wieder zu spät. Ich lade das jetzt gleich hoch und dann kommt es auch mal ein bisschen später. Ist ja egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, mehr fällt mir nicht ein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und tschüss. Und ja, bis dann. Ciao.